Ja, ich weiß. Das Ding ist teuer. Und ich habe ein weißes Oberteil an. Ich war bei Zafer in Künzelsau, weil ich musste da in Künzelsau was abgeben. Und habe mir mal wieder einen Döner-Kebab bestellt. Übrigens stimmt der Preis hier nicht. Der kostet nämlich inzwischen 7,50 Euro und hier steht noch 6,50 Euro. Und habe mir da einen Döner, Dürüm-Döner geholt. Ich liebe Dürüm-Döner. Aus welchem Grund esse ich lieber Dürüm? Das ist ganz einfach. Wenn ihr einen Döner holt mit Brot, dann seid ihr alleine von diesem Brot schon so bappensatt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich meine, wenn schon, dann will ich mich ja von den inneren Werten eines Döners ernähren. Ja, und nicht vom Brot. Und mit einem Dürüm-Döner kann man das ganz gut machen, weil mit einem deutschen Brotdöner sparen sich auch die Dönerstuben einen Haufen Geld, weil sie da nämlich nicht so viel reinpacken müssen. Ja gut, einen Haufen Geld, das bisschen Salat. Und ich habe natürlich ohne Chili, aber mit Knoblauchsoße. Ja. Also bis jetzt. Bis jetzt bin ich immer sehr zufrieden. Das schmeckt echt gut. Das schmeckt gut. Meine Lieben. Ihr merkt es selber, ich bin in letzter Zeit ein bisschen sparsam mit Videos und auch ein bisschen sparsam mit Twitch. Und auch ein bisschen sparsam mit online sein. Aber das liegt wirklich daran, dass ich das nur noch machen möchte, wenn ich auch Lust dazu habe. Und ich bin allerdings jetzt auch wirklich öfters gefragt worden nach Mannheim, ob ich nicht da mal eine Stellungnahme zu machen will. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich will ich dazu keine Stellungnahme machen. Weil, was willst du dazu sagen? In den letzten Jahren häufen sich die Messerangriffe. In den letzten Jahren häufen sich die Gewalttaten. Und in den letzten Jahren häufen sich auch die Schießereien. Und es sind halt fast alles keine Deutschen. Was soll man also dazu sagen? Ohne gleich als rechtsradikal, rassistisch, ausländerfeindlich zu gelten. Bin gerade durch das Künzelsau gefahren. Viele Menschen auf der Straße unterwegs. Und gefühlt halb Arabien. Wir können das nicht mehr ändern, meine lieben Freunde. Das ist eine Geschichte, die können wir nicht mehr ändern. Wir können nur Folgendes machen. Punkt 1. Auf überhaupt gar keinen Fall die AfD wählen. Das ist vollkommen ausgeschlossen.
Vollkommen ausgeschlossen. Wir können aber, gerade wir Älteren, ich bin 60, ja, also wir könnten ja mal anfangen, uns daran zu gewöhnen, dass das inzwischen zu unserem Straßenbild gehört. Boah, das ist echt lecker. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Safa Kebab Pizza House kann ich nur empfehlen. Ganz toll. Richtig lecker. Der ist wirklich lecker. Ja? Also ich gewöhne mich nur schwer daran. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich gewöhne mich an den Blick, an den Anblick nur ganz, ganz schwer. Weil ich in einem Deutschland aufgewachsen bin, oder sagen wir es anders, in einem Teil von Deutschland aufgewachsen bin und die letzten 6 Jahre gelebt habe, wo es halt die ersten 50 Jahre meines Lebens diesen Anblick nicht gegeben hat. Ja. Meinen ersten Schwarzen habe ich in den 90ern im Baccarat gesehen, in Bad Mergentheim. Und der sprach perfektes Bayerisch, das war total geil. Der Typ war richtig gut. Und ihr wisst selber, wenn ihr nicht gerade in Berlin, Frankfurt oder in einer der Großstädte wohnt, lebt, jetzt parkt ihr direkt hinter mir, ja super. Dann geht es euch wahrscheinlich genauso wie mir. Ja, ich lerne so langsam. So langsam lerne ich mich dran zu gewöhnen. Für mich persönlich ist es aber schwer. Ja. Für mich persönlich ist es schwer. Aber wir müssen es lernen. Unsere Kinder müssen es lernen. Wir Alten müssen es erst recht lernen, dass wir da nicht mehr drum rumkommen. Das wird nicht mehr aufhören. Aber wir müssen vielleicht auch einfach mal anfangen, unsere liberale Einstellung den genetisch angewachsenen Liberalismus auch mal auf die Seite zu legen. Und zu einer bestimmten Klientel sagen, so geht das nicht. Wir haben dieses Asylgesetz und das verbietet inzwischen Menschen, die aus einem Krisen- oder einem Kriegsstaat kommen, dorthin wieder zurückzuschicken. Und das muss dringend geändert werden. Ja, dass man solche Leute, die sich hier nicht benehmen können, die hier Straftaten begehen, dass man die auch gnadenlos in das Land zurückschickt, wo sie hergekommen sind. Egal, ob da Krieg ist oder nicht. Dann denke ich halt auch, dass man vielleicht mal anfangen müsste, Wirtschaftsflüchtlinge konsequentes Asyl zu verweigern. Ja. Warum füttern wir hier Leute durch aus Nordmazedonien? Kann mir das mal jemand erklären? Ist in Nordmazedonien Krieg? Ich glaube nicht. Mein letzter Kenntnisstand war doch, dass Wirtschaftsflüchtlinge kein Asyl bekommen. Habe ich irgendwas verpasst? Ist in Eritrea Krieg? Ist im Kongo Krieg? Ist in Äthiopien Krieg? Wenn man mal anfangen würde, konsequent Wirtschaftsflüchtlinge auch wieder zurückzuschicken, hätten wir vielleicht schon wieder weniger Probleme.
Boah. Ich denke immer, so viel schaffe ich nie. Aber ganz ehrlich, Leute, der ist so lecker. Der ist richtig lecker. Das ist Tomate. Und ich habe ihn noch nicht eingesaut. Der ist mal richtig gut. Ja, dann könnte man vielleicht mal übers Bürgergeld reden. ...50% der Bürgergeldempfänger, ich wiederhole das ja windmühlenartig, sind keine Deutschen. Ich verstehe es nicht und es will nicht in meinen Schädel rein, warum jemand, der nie etwas in das deutsche Sozialsystem eingezahlt hat, Bürgergeld bekommt. Das ist eine Sache, die begreife ich einfach nicht. Warum haben diese Leute Anrecht auf Bürgergeld? Warum? Mir ein Rätsel. War ja heute erst wieder groß. Wir haben jetzt 4 Millionen Bürgergeldempfänger. Und davon sind 2 Millionen keine Deutschen. Ja. Das ist, na gut, die muss man auch irgendwo unterbringen. Aber warum kriegen die keine Geldkarte? Wenn sie zum Beispiel noch im Flüchtlingsheim leben. Oder in einer staatlich finanzierten Unterkunft. Es gibt einfach Dinge in diesem Land, die verstehe ich nicht. Und das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun oder mit irgendwelchen rechtspopulistischen Phrasen oder das neue Wort, was es heute gibt, Hate Speech oder Nazisprech. Hat damit gar nichts zu tun, sondern es ist ganz einfach. Die Fragen eines Bürgers, der das alles nicht mehr versteht. Und irgendwie ist es dann halt auch einer der Gründe, warum ich nicht so gern darüber spreche, weil es einfach alles sehr schnell falsch verstanden werden kann. Und das ist in meinem Fall totaler Blödsinn, weil nicht nur in meinem Bekanntenkreis, sondern auch in dem meiner Freunde sind ganz viele Ausländer. Ja? Oder auch im näheren Umfeld. Als ich letztens am Herz operiert worden bin, der OP-Helfer war ein Syrer. Ja. Auch kein Deutscher. Und dem habe ich ja. Das kann man nicht sagen. Der blieb mir nichts anderes übrig. Aber das stimmt nicht. Dem habe ich mein Leben in seine Hände gelegt. Ja, von daher. Ja. Hier beim Kebab zum Türken. Boah, der ist echt Hammer. Der Döner ist Hammer. Der ist super lecker. Wirklich, der ist total geil. Aber auch eine jede Menge Zeug, aber halt viel Salat. Erst viel Salat, Fleisch war da gar nicht so viel.
Eine sehr leckere Soße drauf. Und immer noch nicht gekleckert. Kann ja noch kommen. Ja, auf jeden Fall, ich äußere mich da nicht so gerne öffentlich, weil inzwischen wird einem ja alles im Mund rumgedreht, was man sagt. Aber man wird ja irgendwelche Dinge auch ansprechen dürfen, die man einfach nicht versteht. Wobei ich gelernt habe, natürlich muss man ja auch mit Dingen zu leben, die ich überhaupt nicht verstehe. Und vor allem ganz wichtig, die ich gar nicht ändern kann. Wenn es einer ankommt, dann klar kannst du ändern. Du kannst die AfD wählen. Leute, halt die Fresse, ey. Willst du mich verarschen? Echt wahr. Lest das Parteiprogramm der AfD durch, dann würdet ihr solchen Müll nicht reden. Die AfD ist eine der Parteien, die völlig unwählbar sind. So. So. Das war richtig lecker. Richtig leckere Töne. Wenn ihr mal in Künzelsau seid, in der Hauptstraße, gibt es den Zafer. Und ganz ehrlich, macht das richtig gut. Der Döner war sehr, sehr lecker. So, meine Lieben. Gleich natürlich noch der Hinweis. Irgendwelche Nazi-Parolen und dann wählt halt die AfD, werde ich aus den Kommentaren entfernen. Ja, damit es gar nicht der Eindruck entsteht, ich will hier irgendjemanden. Ja. Ist klar. Dann heißt es wieder, ich würde irgendwas zensieren. Und Zensur wäre in Deutschland verboten. Ja, meine Lieben, ihr müsst das Gesetz schon richtig lesen. Ja, staatliche Zensur ist in Deutschland verboten. Bin ich der Staat? Nö.